Grünen durchaus etwas abgewinnen. Und wir würden auch natürlich Manfred Balazza gerne unterstützen. Ich denke, dass es allen klar ist, und hier fehlt mir einfach ein bisschen die Ehrlichkeit. Ich kann verstehen, dass es für die beiden Landeshauptleute, sei es unseren Landeshauptmann in Südtirol, wie auch den Landeshauptmann des Trentino, natürlich gelegen kommt, dieses Gentleman Agreement weiter fortzusetzen und die Präsidentschaft der Regionalregierung zu übernehmen. Aber bitte seid ehrlich und sagt es dann auch so und versteckt euch nicht hinter dem Autonomiestatut. Denn laut Autonomiestatut, dass ein deutscher Vizepräsident dort verankert ist, hat den Grund, dass das ein Zugeständnis an die deutsche Volksgruppe in Südtirol war, weil es klar ist, dass wir im Regionalrat immer die Minderheit sein werden. Und wir Freiheitlichen haben damals nach den Landtagswahlen, als wir mit der Südtiroler Volkspartei uns getroffen haben, als wir eingeladen waren, gesagt, dass wir immer euer Partner sein werden, wenn es um Autonomiefragen geht. Aber in dieser Angelegenheit geht es nicht um die Frage der Autonomie. Das ist einfach nicht ehrlich. Und da ersuche ich einfach, dass man wirklich die Wahrheit sagt und sich nicht hinter solchen faulen Ausreden versteckt. Die Lösung wäre effektiv, ein Ladiner als Präsident der Regionalregierung. Ich denke, dass dieser Vorschlag auch durchaus zu diskutieren ist, hat einen vernünftigen Ansatz und es würde wirklich, und um das ist es in den letzten Wochen ja hauptsächlich gegangen, man könnte wirklich elegant die Aufstockung umgehen. Die Aufstockung würde es in diesem Sinne, die Aufstockung der Regionalregierung würde es in diesem Sinne nicht brauchen. Über den Sinn bzw. Unsinn dieser Institution Regionalrat hat man bei anderen Punkten noch die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich möchte das jetzt nicht sinnlos in die Länge ziehen, aber die Argumentation, dass man die Präsidentschaft innehaben muss, um beispielsweise bei der Brennerautobahn A22 etwas voranzubringen, da muss ich sagen, steht das alles auf sehr wackeligen Beinen. Also ich glaube nicht, dass das ein Hauptargument sein kann. Deswegen unterstützen wir den Vorschlag, den die Grünen gemacht haben. Es wäre gut, dass man darüber hier auch diskutiert, ernsthaft nachdenkt. Ich glaube, die Politik insgesamt und vor allem die eh schon stark ramponierte Region beziehungsweise der stark ramponierte Regionalrat, der bis jetzt er hat noch nie eine gute Figur abgegeben, aber seit den letzten Wahlen insbesondere auch mehr als holprig gestartet ist, würde, glaube ich, so am saubersten und am ehrlichsten aussteigen.